genug ist niemals genug. Irgendwann kommst du an den Punkt, da willst du schneller wachsen, du willst größer werden, du willst mehr Geld verdienen, du willst noch famer werden und, und. Also shiftet sich das. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem es darum geht, warum Social Media und vor allem Instagram dich depressiv macht, warum Extremen für den Arsch sind und warum du unbedingt Balance in deinem Leben brauchst. Wir haben gerade einen Podcast gehört, wir sind immer noch auf dem Weg nach Zürich zu einem wichtigen Termin und da haben gerade zwei Mädels über Influencer-Marketing, Instagram und Social Media gesprochen und es hat schon damit angefangen, dass die eine als Influencerin bezeichnet wird und sagt, sie will um Gottes Willen nicht als Influencerin bezeichnet werden. Dann, dass sie einen Hashtag ins Leben gerufen hat, der sich Influexit nennt und warum ein anderer Kollege schon, der ziemlich erfolgreich ist auf Social Media und mit seinem Blog, aufhört damit und das einstellt. Spannendes Thema und ich möchte dazu ein bisschen Stellung nehmen. Warum? Weil ich selber aktuell jetzt im dritten Monat bin, wo ich meine Instagram-App und meine Facebook-App vom Handy gelöscht habe. Noch ganz viele andere Apps und nur noch beruflich auf Facebook und LinkedIn vom Desktop aus drauf bin. Und ich selber bin Social Media Marketer, ich liebe Social Media, ich liebe auch Instagram und alle anderen Plattformen, aber ich habe eine Sache gemerkt. Anfangs habe ich Content, also Inhalte, Fotos, Texte, Videos, habe ich erstellt zu 90% für mich selber, für mein eigenes Ego, weil ich darauf Bock hatte, weil es mir Spaß gemacht hat und zu 10% für die anderen, damit die das bewerten können, damit die damit was anfangen können, damit die meine Produkte kaufen, sich für mich interessieren, damit ich famer werde, Reichweite aufbaue. Ja? Aber zu 90% war es hauptsächlich für mich selber, für mein Ego, weil ich gerade zu diesem Thema Bock hatte, was zu machen. Irgendwann hat sich das umgeschichtet, weil genug ist niemals genug. Irgendwann kommst du an den Punkt, da willst du schneller wachsen, du willst größer werden, du willst mehr Geld verdienen, du willst noch famer werden und, und. Also shiftet sich das, es verändert sich diese Perspektive von, ich mache den Content für mich und weil ich Bock darauf habe, zu, ich mache den Content für andere Menschen, damit sie Handlungen tätigen, die ich von ihnen möchte, wie meine Produkte kaufen, mich zu teilen, mir zu folgen und so weiter. Ab dem Punkt, wo das von 90 zu 10 auf einmal zu 80-20 wurde, 70-30, 60-40, 50-50, 40-60, 30-70, so weit bis es zu 10% nur noch für mich und 90% für die anderen wurde, hatte ich weniger Bock, Content zu machen. Ich hatte weniger Lust, überhaupt irgendwas zu posten oder dort aktiv zu sein und jegliche Aktivitäten auf Social Media waren für mich Pain in the Ass, weil ich andere Leute gesehen habe, die scheinbar in Anführungszeichen erfolgreicher sind damit mit Content Production als ich und die deutlich schneller scheinbar vorankommen als ich. So, und das hat mein Ego gekillt, das war die ganze Zeit in dem Vergleichsmuster war ich drin, das war einfach nur für den Arsch. So. Und was ich gemerkt habe, ist, ich muss es löschen, ich muss die Apps löschen, ich muss einen Detox machen, ich muss einfach mal aufhören, Content zu machen und zu mir selber finden erstmal. Ich muss erstmal wieder für mich herausfinden, wer bin ich, was will ich, wo soll es hingehen und wirklich innere Motivation, wirklich wieder innere Motivation aufbringen, dass ich sage, hey, schmeiß die Kamera an, hey, ich gehe ans Mikrofon, ich nehme Podcast auf, ich nehme Video auf, weil ich Lust darauf habe, es für mich zu machen, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich es für andere mache. So, und die Mädels da gerade im Podcast waren gerade voll am Abkotzen über das ganze Thema. Ich kann das voll verstehen und nachvollziehen. Aber es ist ein wichtiger Punkt für dich, wenn du in einer ähnlichen Situation bist oder in einer ähnlichen Situation warst, Mann, dann musst du einen Detox machen, okay? Und mit Detox meine ich allein schon nur, lösch mal, du musst die Apps nicht mal löschen, aber geh seltener dran oder lösch sie mal für einen Tag. Lass dein Handy mal ein paar Stunden aus, beispielsweise die ersten 1-2 Morgenstunden. Mach dein Handy 1-2 Stunden früher aus. Schau, dass du weniger auf Social Media unterwegs bist. Entfolg mal allen Leuten, folg mal nur noch ein paar Leuten. Schau, dass du wirklich nur noch gezielt Content konsumierst. Das heißt, dass du gezwungen bist, über einen Desktop oder über den Internetbrowser von deinem Handy nach Content zu suchen, den du gucken willst und nicht in eine Schleife kommst, wo du
durch den Algorithmus von Instagram, von Facebook und von YouTube immer mehr Content ausgespielt bekommst, der dich in so eine hypnotische Schleife reinbringt, dass du das alles anguckst und danach fühlst du dich beschissener und leerer als davor. Sondern schau dir Dinge an, die dich empowern, schau dir Dinge an, die dich motivieren, auf die du Lust hast und wo die dir hochkommen im Kopf und wo du dir denkst, geil, das will ich jetzt angucken und dann guckst du dir an. Und wenn du es nicht schaffst, es dir anzugucken, weil du es wieder vergessen hast, dann war es nicht so wichtig. Und wenn es wichtig ist, wird es wieder hochkommen. Aber das ist ein wichtiger Punkt, man braucht eine gewisse Balance. Und das ist das Problem bei Menschen, diese Extreme, ja, dass es viel zu extrem wird. Entweder zu extrem in die eine Richtung oder zu extrem in die andere Richtung. Sie schaffen diese Balance nicht und dann entsteht immer Unzufriedenheit, egal wo. Das heißt, es ist essentiell für dich, wenn du gerade Hass auf Social Media schiebst, wenn es dich Depri macht, wenn es dich abfuckt, mal zu detoxen. Es muss nicht so lang sein, wie ich das Ganze mache, aber es einfach bewusster zu nutzen und wirklich mal dann mal rauszugehen. Und glaub mir, es wird nichts Schlimmes passieren. Niemand wird sterben, du wirst nichts verlieren, die Leute werden dich nicht vergessen und so weiter. Es kann natürlich sein, wenn du von Social Media lebst, so wie es bei mir auch zum Teil der Fall ist, dass natürlich Umsätze einbrechen werden. Dir wird irgendwo Geld fehlen und Umsatz, der davor halt da war und selbstverständlich war, weil du immer gepostet hast, weil du immer etwas geteilt hast, weil du immer Gas gegeben hast. Aber wenn du schlau bist, dann wirst du dir E-Mail-Listen aufgebaut haben, du wirst auf anderen Social-Media-Plattformen dir Content, also auf anderen Plattformen dir Follower aufgebaut haben, wo es einfacher und sinnvoller und mehr Spaß macht, auch nachher zu teilen bzw. Gas zu geben, so dass du daraus wieder schöpfen kannst. Oder du hast halt ein Agenturgeschäft, ein Dienstleistungsgeschäft oder sonst was, wofür du Social Media im ersten Moment gar nicht brauchst, okay? So, weil wie gesagt, mein Business läuft hauptsächlich über über WhatsApp. Das heißt, das ist mein Dreh- und Angelpunkt. Wenn ich da mal 3 Monate offline wäre, das wäre vielleicht knifflig, aber da muss ich mir auch keinen Content reinziehen von irgendwelchen Vögeln, auf die ich keinen Bock habe. Und deshalb, das ist mein kleiner Appell an dich, dass du da Bescheid weißt. Social Media Detox macht definitiv Sinn und schieb keinen Hass auf irgendjemanden oder auf irgendwas, sondern werd dir einfach nur bewusst, dass du zu unbewusst und viel zu extrem konsumierst und wahrscheinlich der Punkt bei dir eingetreten ist, wo du die Entscheidung getroffen hast, den Content nicht mehr für dich zu machen, sondern den Content für andere Menschen zu machen. Okay? Und das sollte genau andersrum sein. Du solltest alles im ersten Moment für dich selber machen. Es ist genauso wie in der Liebe. Wenn du dich selber nicht liebst, wenn du dich selber nicht wertschätzt, ja, wenn du selber dir nicht treu bist und bleibst, dann kannst du andere Menschen nicht wertschätzen, du kannst anderen Menschen keine Liebe schenken und du kannst dich selber nicht wertschätzen. Also an der Stelle haut rein, das war's von mir. Schreibt mir gerne eure Meinungen dazu in die Kommentare. Lasst ein Like da, teilt das mit euren Freunden. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Euer Nick. Bis dann. Ciao.